Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also, hier möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich aus dieser Buchenleiste ein paar Griffe herstelle für meinen Schiebetürschrank. Da ich ein Problemlöser brauche, dass man diesen Schiebetürschrank auch mit einer Hand bewegen kann. Schaut mal zu, was ich da versuche herzustellen. Ich nehme euch jetzt dabei, wie ich das angehe und werde euch auch zeigen, wie ich da im Einzelnen vorgehe. Ich habe hier einen Riegel, 50 mm breit und ca. 29 mm stark. Da ich zwischen den zwei Schiebetüren, wenn man die jetzt so hier hat, habe ich nur zwischen den beiden Türen so ca. 12-15 mm Platz und muss mir also etwa Griffe machen, die vielleicht 10 oder ja, zwischen 10 und 15 mm Stärke haben. Da ich das jetzt nicht ganz weghobeln möchte, werde ich hingehen und mir hier einen schmäleren Riegel rausschneiden, zwei Riegel rausschneiden. Ich werde das Teil mittig teilen. Das wären so 14 mm. Das werde ich mir an der Kreissäge jetzt einstellen. Haben wir es jetzt so auf 13 mm eingestellt. Werde mir das Sägeblatt jetzt auf der Höhe einstellen, dass ich diesen Riegel schneiden kann. Bei dieser alten Säge ist es so, dass der Tisch nach unten gefahren wird. So müsste es klappen. Na, ich glaube, ich werde die Spannung etwas höher lassen müssen. Ich muss mit meinem Schiebestock hier nachher durch können, dass ich das Holz. Aber schaut zu, wie ich es mache. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Jetzt werde ich das durch meine kleine Dippenrohlmaschine schicken. Da werde ich die ganze Sache auch wieder ein bisschen umbauen müssen. Jetzt zwei gleich starke Leisten. Die sind ungefähr 12 mm stark. Das reicht. So, jetzt muss ich mir da kleine Quadrate, bin jetzt gerade
überlegen, mache ich kleine Rechtecke oder Quadrate. Ich werde dabei jetzt die Kreissäge einstellen. Aber mal schauen. Könnte ich so 10 cm machen, das werde ich auch machen, halte ich für sinnvoll. Ich habe mir einen kleinen Hilfsanschlag gemacht. Das ist eine Platte mit einer Leiste drauf, die ich jetzt hier dran mache. Die kann ich hier mit einer Schraubzwinge oder Klemmzwinge befestigen. Ich möchte gerne hier einen Abstand von 10 cm haben. Ich mache das jetzt so. Stelle mir den Anschlag hier ein. Kommt sich jetzt hier nicht auf den Millimeter an, weil es sind Griffe, ob die nun 10 oder 9,9 oder Zentimeter lang sind, spielt dabei gar keine Rolle. So. So, als erstes werde ich jetzt erstmal hier abbringen, dass mein Loch da verschwindet. Ich zeige euch das und erkläre euch das andere nachher. Habe ich über euch. Das spielt aber keine Rolle. Ich habe 4 Türen. Wenn ich mal pro Türe 2 Knöpfe rechne, dann hätte ich 1, 2, 3, 4, dann habe ich 2 übrig. So, als nächstes werde ich jetzt, bevor ich jetzt an meiner Tischfräse gehe, werde ich die Karten einmal schleifen. Bevor ich die weiter bearbeite. Ich habe jetzt hier die Schablone eingestellt.
Das war jetzt der Kartenschliff dieser kleinen Brettchen. Und ich hatte euch nochmal gezeigt, nach dieser Methode kann ich auch diese runden Karten anschleifen. Die schneidet man natürlich vorher etwas ab, aber die fertigen Brettchen kennt ihr ja. Jetzt machen wir hiermit weiter und lasst euch überraschen, was ich da jetzt weiter mit vorhabe. Da werden wir wahrscheinlich jetzt zu meiner Tischfräse müssen oder Frästisch. Nämlich eine Tischfräse ist was anderes, was größeres. Ich habe nur einen Frästisch. Nachdem ich die Klötzchen geschliffen hatte, werde ich jetzt hier ein Griffprofil anfräsen müssen. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich das so mache. Ich werde hier eine Technik verwenden, die ich vor, ja, 50, ja, vor 50 Jahren gelernt habe. Muss mal kurz nachrechnen, das kommt hin. In einen Maschinenlehrgang. Das entspricht nicht mehr der heutigen Technik, soviel ich weiß. Aber ich habe jetzt auch keine große Lust mehr, da Schablonen zu bauen. Ich habe diesen Fräser eingestellt nach diesem Ring mit dieser Kante. Kann das also jetzt hier dran vorbeischieben. Das läuft an der Kugellagerrolle, also dass ich nicht reingezogen werde. Und schaut mal, wie ich das mache. Das ist eine alte Technik. Die sollte wirklich nur derjenige machen, der sie beherrscht. Und ich möchte noch eins dazu sagen: Ich werde erst quer zur Faser fräsen, längs zur Faser, quer zur Faser, längs zur Faser. Weil nämlich bei quer zur Faser kann es hier zu Aussplitterung kommen am Ende. Und wenn ich dann längs fräse, ist diese Aussplitterung weg. Das ist eine alte holztechnische Erfahrung. Ich hatte euch ja schon gezeigt, dass ich 10 Stück gemacht hatte, aber ich muss gestehen, die ersten Aufnahmen, also ich habe 1,5 Stunden Filmaufnahmen, die sind nichts geworden. Da sagte mir der Computer, da hat etwas nicht geklappt. Deswegen habe ich euch das Ganze nochmal demonstriert anhand zwei Teile. So habe ich das Ganze gestaltet. Die Karten werde ich jetzt ein bisschen brechen, schleifen, dann mit einer Wachsschicht, Antikwachsschicht behandeln und werde das Ganze auch als Schiebetiergriff verwenden. Ich meine, ich weiß nicht, ob das aufgenommen hat. Ich werde es euch noch mal demonstrieren, wie ich das versuche zu gestalten. So, wir werden jetzt zur Werkbank zurückgehen. Ich nehme euch mal mit. Dort seht ihr meinen kleinen Mucki, der hier in der Werkstatt ist. Ich werde hier mal eine kleine Versuchsdemonstration aufbauen.
Ich habe hier mal eine Platte genommen, die als Schiebetür dient. Da ich dies ja als Schiebetürgriffe verwenden möchte, habe ich mir jetzt hier zwei Löcher in einem Abstand gebohrt. Das wäre jetzt der Griff, den ich hier zum Schieben benutzen kann. Wenn ich das jetzt hier als Schiebetür verwende, kann ich jetzt hier meine dran ziehen oder hier schieben. Das ist also die Technik. Und dadurch, dass ich hier den Knauf habe, hier eine Griffmulde hinterfräst habe, kann ich dahinter packen. Aber ihr werdet euch vielleicht fragen, warum das so dünn sein muss. Ich meine, ich hätte es schon im ersten Teil gesagt, mein Zwischenmaß zwischen den zwei Platten so beträgt 10 mm, dass also ich mehrere Schiebetüren nebeneinander laufen lassen kann. So wird das ja nicht gehen. Eine läuft vor, ein hinter und da ist 10 mm Platz, dass der nächste Griff dazwischen passt. Das wäre meine. Ich muss mich leider entschuldigen, dass dies nicht so ausführlich jetzt wird. Meine Originalaufnahmen ja, wie ich schon sagte, verschwunden sind. So, ich habe das Ganze dann nochmal die Kanten so von innen gebrochen mit einem Schleifpapier. Keine Grat haben. Die Fläche könnte man noch mal schleifen. Das ist eine kurze Demonstration. Dann habe ich mir einen Antikwachs genommen, habe den aufgetragen. Das sind jetzt hier meine, die ich vorher gemacht hatte. Die hatte ich gewachst. Das sind meine 10 Griffe. Dann habe ich hier eine sogenannte Glättbürste. Das ist eine Bürste mit Ledernoppen hier drin eingearbeitet, die zum Glätten einer gewachsten Oberfläche benutzt werden kann. Damit bekommt man dann einen schönen breiten seidenen Glanz auf die Oberfläche. Das ist jetzt hier, sind meine Griffe, die ich fertiggestellt habe. Ich hoffe, dass ich das jetzt so gut gezeigt habe, wie ich sie hergestellt habe an der Fräse. Ich werde jetzt noch ein paar Fotos einblenden,
wie sie am Schrank befestigt worden sind und wie das im Original funktioniert. Hier habe ich zwei Löcher gebohrt. Oben, da habe ich mir vorher eine Schablone gemacht, die abgemessen. Auf die Mitte. Die Mitte der Türe und bei der Höhe 1,5 Meter. Nun werde ich den Knopf befestigen. Ich danke erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und gebt mir ein Abo, das ist kostenlos. Wollt ihr sehen, was ich noch weitermache? Denkt dran, die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr informiert, was ich noch so alles zeigen werde. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.